Hey Leute, dafür, dass ich jetzt endlich wieder zurück bin, möchte ich meiner Community endlich etwas zurückgeben und ich verlose unter allen Zuschauern von mir eine 10 Euro PSC. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist ein Abonnent für diesen Kanal sein, dieses Video zu liken und in die Kommentare einen Kommentar zu verfassen, am besten mit der Kontaktmöglichkeit, wie ich euch den Code dann zuschicken kann und schon nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Ich löse das Ganze in 3 Wochen auf. Good luck an jeden und jetzt viel Spaß beim Video. Da hinten verdächtige Person. Mehrere verdächtige Personen da hinten, ne? Ach, du Scheiße. Grüß Gott und hey ho, willkommen, was geht? Ich bin's euer Undi Alex und damit grüß Gott und hey ho zu einer neuen Folge von LSBDFA. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Für alle, die noch kein Abonnenten für diesen Kanal sind, da würde es jetzt anbieten zu abonnieren. Schnell, 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 bevor der Einsatz beginnt. Und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr nämlich kein Video mehr. Und wir sind schon mitten im Einsatz. Heute schon wieder alles sehr chaotisch. Und zwar hat uns ein Kollege den Panik-Button gemeldet. Ach du Heilige. Ja, jetzt verstehe ich auch wieso. Okay. Ja. Grüß Gott, Kollege. Was gibt's? Ja, ich bin so schnell wie es geht hierher gekommen. Wie sieht's aus? Wie ist die Lage? Okay, er hat die Gefangenen in seinem Fahrzeug hinten drin. Wieso haben sie ihn gedrückt? Also, wieso haben sie Panikbutton gedrückt? Sie wurden aggressiv und haben Sachen auf mich geworfen. Okay. Sind sie in Ordnung? Also, geht's ihnen gut? Okay, ein paar Kratzer. Ja, dann geht's ja. Okay. Ja, wir fahren zurück zur Station. Mach's gut. Tschüss. So. Perfekt. Dann konnten wir hier den Einsatz abmelden. Und damit grüß Gott und hey, yo, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt nochmal. Und ja, heute sind wir unterwegs mit einem E-Mobil-Auto. Ja, der ein oder andere kennt es eventuell. Das ist der Mercedes. Das ist eine Mercedes A-Klasse. Die läuft auf E-Mobilität. Ist, glaube ich, Bundespolizei. Wow, es ist gerade sehr schwer zu lesen. Ja, Bundespolizei. Wir missbrauchen hier einfach mal den Zweck ein bisschen und sind heute international unterwegs. Also sprich hier im nördlichen Teil von Los Santos sowie im Stadtteil von Los Santos. Und ja, das sind heute unsere Einsatzgebiete. Wir sind heute für alles offen, von SWAT-Einsätzen bis Fahrzeugkontrollen. Das Fahrzeug hat auch echt ein bisschen Leistung unter der Motorhaube, was ich sehr, sehr schön finde. Und ja, Wetter könnte besser sein, muss ich sagen. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich stelle mich jetzt irgendwo hin und mache erstmal ein bisschen Frühstückspause. Wir sind hier jetzt auf den Weg zum nächsten Einsatz begeben. Und zwar hat uns die Leitstelle Erregung öffentlichen Ärgernisses gemeldet. Und okay, ja, ich sehe schon, wieso das sein könnte. Wir gehen mal rüber zu der Person. Okay, unsere steifen Kollegen passen schon auf. Super. Einen wunderschönen guten Tag, Polizei. Okay. Ja, gut. Soweit geht's Ihnen ja gut. Würden Sie damit einverstanden sein, dass ich Sie nach Hause fahre? Okay. Dann folgen Sie mir uns mal bitte zum Dienstwagen. Passen Sie auf den Verkehr bitte auf. So. Ja, der muss auch herkommen. Aber, ja. Gut. Ja, der Herr, wollen Sie nicht einsteigen? Ah, super. Selbst fürs Laufen ist er zu faul und dann fahren wir ihn mal nach Hause. 3 Kilometer wohnt der Herr entfernt. Ja, das kann ja eine schöne Autofahrt werden. So. Ja, wollen Sie sich denn eigentlich dazu äußern, dass Sie hier so rumgelaufen sind? Okay, möchten Sie nicht. Ja, kann ich ein bisschen verstehen. Sollten Sie Ihre Meinung doch nochmal ändern, dann kommen Sie bitte zum Präsidium. Dort können Sie dann Ihre Aussage tätigen. Da werden Sie dann die Kollegen in Empfang nehmen. Die Linie war durchgezogen. Ja, ich würde sagen, die Fahrt könnte langweilig werden und wir sehen uns dann bei dem Herrn zu Hause wieder. So, der Herr, da sind wir schon zu Hause. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bitte passen Sie das nächste Mal auf sich auf. Der ist doch ziemlich klapprig auf den Beinen, aber nun gut. Wir sind damit wieder Code 4. 132 meldet Code F4, die Person wurde nach Hause gebracht und ist nun, ja, wahrscheinlich gleich im Bett und schläft sich aus. Ja, dann sind wir in der Stadt und können dort ein bisschen Streife fahren. Ich wäre dafür, dass wir uns gleich mal ein Auto hier rausziehen, was verdächtig rüberkommt. Dankeschön. Ja,
Mal schauen. In der Stadt ist es eigentlich immer relativ witzig, Autos rauszuziehen, muss ich sagen. Da vorne machen das die Kollegen zum Beispiel gerade. So. Würde ich sagen, ziehen wir uns hier vorne den Sportwagen direkt raus. Komm. Ja, fast 100 zu fahren. So, bitte mal ranfahren. Machen wir auch hier das Stoppsignal mal rein. Aber so, gehen. Ja, noch brutaler bremsen können sie nicht. Okay. Einen wunderschönen guten Tag. Peter Baum ist mein Name. Könnte ich mal mit Ihrem Fahrzeugschein und Ihre Fahrzeugpapiere sehen? Erweiterte Pupillen und sie ist sehr nervös. Das Auto riecht auch nach Drogen. Soweit passt aber alles. Dann fragen wir sie mal. Können Sie sich vorstellen, wieso wir sie rausgezogen haben? Nicht. Okay. Ja, sie haben ein bisschen schnell gefahren. Sagen wir es mal so. Ja, sie hat nicht darauf aufgepasst, sagt sie uns. Okay, dann machen wir mal ein paar generelle Fragen. Von wo kommen Sie denn? Dieser eine Platz da unten an der Straße. Ich weiß es. Ja, ja, klar. Wo möchten Sie denn hin? Ich glaube, es hackt. Aussteigen. Hoch die Hände. Ich will die Hände sehen. Er hackt's bei Ihnen, oder? Ich glaube, bei Ihnen hackt's doch. Ja, Sie sind eben vorläufig festgenommen. Ich weiß nicht, was bei Ihnen gerade falsch lief. Ja, Sie bleiben jetzt bitte erstmal hier stehen. Ich mache jetzt erstmal hier die Dame fertig. Mein Gott. Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Ach, Leute. Wieso ist sie denn da? Hä? Okay, ich würde sie mal ganz kurz ihnen unter die Arme greifen. Danke. Springen Sie mal auf den Bürgersteig. So. Okay, bitte warten Sie jetzt hier. Okay, jetzt wieder zurück zu Ihnen. Genau. Besitzen Sie, also sind Sie Besitzerin des Fahrzeugs? Yes, okay. Dann haben Sie vor kurzem etwas getrunken. Haben Sie irgendwelche Drogen in der letzten Zeit zu sich genommen? Sie hat es so zugegeben. Okay, haben Sie irgendwelche illegalen Gegenstände bei sich im Fahrzeug? Wieso soll ich das wissen? Könnte ich Ihr Fahrzeug dann mal durchsuchen? Okay, das ist Polizeigewalt. Ich glaube es auch. So, dann würde ich Sie mal bitte aus dem Fahrzeug bitten. Vielen Dank. Ja. Ich würde sagen, dann durchsuchen wir mal ganz kurz hier das Fahrzeug. So. Jetzt können wir mal schauen, ob irgendwas Illegales drin ist. Sandalen, ein Cuttermesser und ein brauner Rucksack mit mehreren Bündeln Geld. Okay. Noch so eine Beleidigung und sie gehen gleich in den Knast. Ja. So. Folgendes. Ich brauche wohl. Ja, daher, dass sie ja sowieso schon Dings zugegeben haben, dass sie unter Drogen stehen, nehme ich sie mal ganz kurz fest. Sie sind hier mit voll festgenommen bezüglich des Drogenkonsums und des vermeintlichen Drogenbesitzes. Super. Genau. Dann hätten sie was dagegen, wenn wir einen Drogenschnelltest bei ihnen durchführen. Nicht? Das finde ich super. Dann bitte einmal den Mund auf. Vorsichtig, ich werde nur mit dem Wattstäbchen ein bisschen Speichel von Ihnen entnehmen. Vielen Dank. Kokain und Heroin ist positiv. Okay, dann bekommen Sie Ihren Polizeitransport. Sie sind noch ganz gut auf den Beinen. Demzufolge kein RTW. Und um Ihr Fahrzeug kümmere ich mich natürlich auch noch. So. Dann ein Small Tow Truck. Sollte hierfür reichen. Und dann sind wir hier wieder Code. Aber nee, stimmt. Die Dame hier wollte ja noch unseren Dienstwagen klauen. Ja, was haben Sie sich dabei gedacht? Nichts, ich wusste es doch. Sie bekommen nämlich auch einen Polizeitransport. Vielen Dank für die Hilfe. Da sind die Kollegen aus Amerika noch da. Super, und dann steigen wir ein und ja, machen uns wieder auf den Dienst. Machen uns wieder auf den Weg. Super. Ach du Scheiße.
Oh, Legende hier. Ich muss hier ganz schnell weg. Ist schon wieder zu chaotisch. Und es wird Nacht, Leute. Es wird Nacht. Das wird hier noch eine Nachtstreife. Aber anscheinend ist es gerade ziemlich ruhig. Da oben kümmern sich jetzt die Kollegen. Und wir schauen mal, ob wir noch einen Einsatz reinbekommen. Okay, Leute. Uns wurde hier ein vermeintlicher Terroranschlag an einer Highschool gemeldet, wo wir jetzt mit, ja, sämtlichen Mitteln hin müssen. So. Wenn jetzt die Fahrer noch wüssten, wie man sich bei Sonderrechten verhält, wäre das super. Zum Beispiel der Taxifahrer macht es teilweise richtig. So. Ja, wie gesagt, vermeintlicher Terroranschlag. Wir wissen nichts Genaues. Gott sei Dank haben wir eine Langwaffe hinten im Kofferraum. Die werden wir uns auch gleich rausholen. Und hier natürlich noch das SEK hinzuziehen. Beziehungsweise das MEK. Mal schauen, was gerade verfügbar ist. Mach aber eine stille Anfahrt. Bedeutet, ich würde sagen, ab jetzt machen wir hier die Sondersignale aus. Und fahren hier mal in Richtung Highschool. Das ist anscheinend die Universität oder die Highschool. Ich bin mir gerade nicht sicher. So. Fahren hier rüber und wir bleiben mal in einem Sicherheitsabstand zum Gebiet und rufen uns das SEK dazu und stürmen mit dem SEK dann gleich das Gelände. Und wenn wir dann gleich angekommen sind, hole ich mir auch die Langwaffe aus dem Kofferraum. Unsere Kollegen haben nämlich daran gedacht und haben die gestern noch mit einer Langwaffe bestückt, hier das Fahrzeug. Wow, ja. Driften kann das Fahrzeug auch, es ist ein bisschen nass hier, die Straßen, ja, Aquaplaning etc. pp. Wir parken jetzt einfach mal hier und holen uns mal unsere Langwaffe aus dem Fahrzeug. Okay, Leute, wir haben uns hier unsere Waffe aus dem Kofferraum geholt und ziehen uns jetzt hier noch das SEK zu. So. Ich glaube mal, es wäre vielleicht von Vorteil, wenn wir uns das Einsatzschild hier noch rausholen. So. Dann holen wir uns das Einsatzschild hier raus. Dann halten wir eventuell noch ein paar Schüsse ab. Und jetzt können wir auf das SEK warten und gleich stürmen. Das SEK sollte auch gleich da sein. Da kommen die Kollegen vom SEK schon. Grüß Gott, wir stürmen. Kommt, Kollegen. Wir haben uns auch mal eine schusssichere Weste angezogen. Man weiß ja nie. So, da drüben soll das sein. Wir gehen mal langsam und aber sicher vor. Die Kollegen kommen natürlich hinter uns mit. Da hinten verdächtige Person. Mehrere verdächtige Personen da hinten, ne? Ach, Scheiße. Person gesichtet, Person neutralisiert. Ich wiederhole, Person neutralisiert. Wir wissen nicht, ob noch mehr Täter hier sind. Okay. Anscheinend war es ein Täter, der sich ziemlich offensichtlich gezeigt hat. Und demzufolge konnten wir ihn schnell ausschalten. Super, Kollegen. Für den Herrn holen wir uns natürlich noch einen Gerichtsmediziner. So. Macht sich mit dem Einsatzschild natürlich sehr, sehr gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück zu unserem Streifenwagen, um das Schild wegzubringen. Und die Langwaffe, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Erfolgreicher Einsatz, das SEK rückt ab. Und ja, sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Nochmal gut gemacht an die Kollegen vom SEK. Bekommt ihr dann heute Abend nochmal gesagt, beziehungsweise morgen früh, wenn meine Streife zu Ende ist. Ja, das sollte natürlich nicht möglich sein, aber gut. So. Dann haben wir das Schild weggelegt und unsere Langwaffe konnten wir auch weglegen. Wir stellen jetzt nur noch fest, was hat der Herr für eine Waffe dabei? Das war ein Sturmgewehr. Okay, dann wären wir soweit mit unserem Streifendienst heute durch. Ein erfolgreicher SEK-Einsatz jetzt noch am Ende und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Hat wieder mega Bock gemacht, mal wieder LSPDV aufzunehmen. Ab jetzt wieder jede Woche Freitag um 19.15 Uhr. Tragt euch in den Kalender ein, stellt euch Wecker auf Freitag 19.15 Uhr. Da kommt immer wieder ein neues LSPDV-Video. Und ja, dann würde ich sagen, wer noch kein Abonnent von diesem Kanal ist, der sollte das jetzt, wirklich jetzt schleunigst ändern. Abonnieren drücken und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut und ciao, Leute.